Was ist Internet- und Medienrecht? Die Frage, die wird mir natürlich häufig gestellt. Internet- und Medienrecht ist ein relativ junges Rechtsgebiet und dazu gehören all die rechtlichen Themen, die Firmen aus dem Internet- und Medienbereich in ihrem Alltag benötigen. Klassischerweise ist es das Urheberrecht, Markenrecht spielt eine sehr große Rolle, Wettbewerbsrecht, aber natürlich auch Datenschutzrecht. Die Aufgabe des Datenschutzrechts ist es, das Recht des einzelnen Bürgers auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen. Also das Recht, Geheimnisse zu haben und diese Geheimnisse zu bewahren. Vor allem geht es da um das Recht auf seine personenbezogenen Daten. Also das Recht, wer bin ich, wo komme ich her, wo lebe ich, wie alt bin ich, was für Krankheiten habe ich, wie geht es mir finanziell, vor unbefugtem Zugriff Dritter zu schützen. Alles klar. Urheberrecht ist das Recht, das dazu dient, Werke, geistiges Eigentum aus den Bereichen Literatur, Wissenschaft und Kunst vor Vervielfältigung und unberechtigten Nutzung zu schützen. Wettbewerbsrecht ist das Recht, was dazu dient, für die Einhaltung von, ich sag mal, fairen Spielregeln unter Gewerbetreibenden zu sorgen. Markenrecht ist das Rechtsgebiet, was dazu dient, Produktbezeichnungen, also Marken, zu schützen und zu regeln, wer welche Marken nutzen darf, was da erlaubt ist und was unerlaubt ist im Umgang mit eigenen und fremden Marken. Wir sind seit 2005 ausschließlich im Internet- und Medienrecht tätig. Ich bin mir daher sicher, dass wir auch Ihre Fragen kompetent und zuverlässig bearbeiten können. Wenn Sie Fragen haben, gucken Sie mal auf unsere Website, rufen Sie uns an oder kommen Sie für ein persönliches Gespräch vorbei. Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit.